Eigentlich ist es nichts Außergewöhnliches, wenn der Rolf Haller aus Birharz im Kanton Aargau seine täglichen Arbeiten verrichtet tut. Also ich bin der Rolf Haller von Birharz. Ich habe als Birharz ein Lohnunternehmen und Landwirtschaftsbetrieb und dann ziemlich viel Spritzen. Wir machen die Spritzerei sehr viel mit Bohnen, also Konservengemüse, Erbsen, Mais, Getreide und Raps. Wenn es aber um den Pflanzenschutz in den Buschbohnen geht, können technisch versierte Augen schon gleich diese Beobachtung machen. Wir sind ein Spezialist auf der Spritzerei. Wir haben die Änderung machen, dass wir in den Bohnen die Botrytis können spritzen. Das heisst, es ist eine Fäulnis an der Bohnen und diese Fäulnis ist unten an der Bohnen, unten in den Blättern der Stängel. Und mit der normalen Spritzerei kommt man auch nicht dran hin. Und da hat uns einmal bewogen, vor etwa 5 Jahren schon das erste Mal, mit dem Jakob Rüegg, haben wir zusammen etwas probiert mit diesen Spritzbeinen, sprich Droplexa. Jetzt haben wir alles weiterentwickelt und Proben gefahren. Und jetzt sind wir so weit, jetzt haben wir einen ganzen Spritzbalken auf die ganzen 21 Meter ausgedehnt und haben heuer jetzt im Grund etwa 35 Hektar Bohnen so gespritzt. Unterblattspritzung nennt sich diese Anwendung. Und so neu ist das Ganze eigentlich gar nicht. Ursprünglich ist das Droplex in England entwickelt worden für den Herdöpfelanbau. Ist aber dann leider von dieser Firma in England nicht weiterentwickelt worden, weil sie das Gefühl hatten, das ist kein Markt. Und dann haben wir mit denen zusammengeschafft und haben am Schluss gesagt, wir wollen das Droplex weiterentwickeln, billiger machen, leichter machen, besser machen. Und darum sind wir dann zum Franz Kuhn und haben da jetzt das eigentlich weiterentwickelt. Und jetzt ist es so, dass Syngenta und Firma Lächler in Deutschland, also diese Firma und eine chemische Firma, beide sind interessiert, die Technologie ihren Kunden anzubieten. Entsprechend haben wir jetzt auch Versuche angefangen in England, in Deutschland, in Italien. Das zeigt genau. Das Projekt wird stark von einem Netzwerk von eigenständigen Fachleuten aus Praxis, Entwicklung und Forschung getragen. Aber auch rechtliche Aspekte müssen von Anfang an mit einbezogen werden. In dem Sinne ist die Applikationstechnik ein Teil der Mittelprüfung und ist auch ein Teil des Vollzugs des Gesetzes, das eigentlich erfordert, dass wir Pflanzenschutzmittel eben gezielt, sparsam, wirksam, umweltschonend, sicher ausbringen. In diesem Rahmen werden von der Forschungsanstalt verschiedene Feldversuche vorgenommen, die beweisen sollen, dass der Wirkstoff effektiv dort herkommt, wo er auch gebraucht wird. Wir vergleichen einerseits die konventionelle Spritztechnik mit der Düse gerade oben runter, im Gegensatz zum Droplex, wo eigentlich unten rein spritzt und oben gar nichts spritzt. Geht aber ein Teil der Brühe geht auch auf die Blätter. Und nachher, wenn wir das gespritzt haben, die fluoreszierende Substanz, also die Markiersubstanz, kann man dem sagen, dann, wenn das angetrocknet ist, nehmen wir die Pflanzenprobe und die zerteilen wir nachher zerteilen in eine untere, in eine obere Hälfte, in Blätter und in Stängel. Und können nachher einerseits mit UV-Licht schauen, wo ist unsere fluoreszierende Substanz ist. Und andererseits können wir im Labor die fluoreszierende Substanz abwaschen mit einem speziellen Alkohol. Und können fluorimetrisch nachher bestimmen im Labor, wie viel von unserer ausgebrachten Substanz ist wo auf der Pflanze. Und wie viel insgesamt haben wir auf der Pflanze und wie viel ist neben rausgegangen. Damit diese Versuche überhaupt stattfinden können, muss eine sinnvolle, sprich praxistaugliche Applikationstechnologie vorhanden sein. Wie schon erwähnt, hat sich der Jakob Rüegg dazu an Franz Kuhn gewendet. Wir haben heute eigentlich einen Fachbetrieb für Pflanzenschutzgeräte. Wir befassen uns also etwa 80% mit dem, was wir machen, eigentlich nur mit Spritzentechnik im Ackerbau, Abspau und Rebbau. Der Franz Kuhn befasst sich schon seit ein paar Jahren mit der Entwicklung von Bügel für die Unterblattspritzungen. Und dann ist man eigentlich auf das System gekommen, dass man etwas macht mit Kunststoff, möglichst leicht und möglichst einfach mit dem Anbau. Weil wenn man an und für sich zu viel will, so wird es einfach schwerer und zu teuer. Von der Düse her hatte man eigentlich das gleiche Produkt gehabt, aber vom Anbau her haben wir da einige Veränderungen vorgenommen. Ja, und Details stellt der Konstrukteur gerade selber vor. Das ist die neueste Version der Unterblattspritzbügel, die relativ schnell muss montierbar und demontierbar sein muss. In diesem Fall haben wir sie angeschlossen an den Düsenkörper der bestehenden Maschine und spritzen nur von unten hoch. Man kann den relativ schnell demontieren. Indem man hier die Klappspointe rausnimmt, spritzt sie weg. Und so ist sie wieder brauchbar, um normal oben abzuspritzen.
Wir haben hier neue Materialien gewählt. Und zwar haben wir hier ein Kunststoffrohr genommen, das beweglich ist, vor allem nach hinten vorne, aber auch natürlich seitlich. Es muss sicher pendelbar sein, dass sich der Bügel in der Reihe innen den Weg selber sucht beim Fahren. Wenn man es anschaut, so kann man hier schauen, wir haben hier eine sehr bewegliche Sache so und vor allem auch hin und her. Auf der unteren Seite haben wir hier einen Chromstahlbogen. Und zwar ist da vor allem wegen der Abnutzung, wenn der auch am Boden anschleift, so muss sich da können eigentlich anpassen und eben vor allem nicht durchficken. Wir haben ein Antitropfventil drauf und hinten dran die Windspray-Gap mit den Zungendüsen, wo es mit einem Winkel von 90 bis 100 Grad unten ausspritzt. Anschluss auf der oberen Seite hat man verschiedene Varianten. Und zwar, wenn man nur unten ausspritzt, so kann man nur am Adapter anhängen, am Düsenkörper. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass man zwischen denen Wort eine Düsenkupplung machen kann, dass man könnte von oben runter und unten miteinander spritzen, weil in gewissen Kulturen wäre das auch wieder von Vorteil. Wir haben am Anfang haben wir ein Gewichtsproblem gehabt, und da sind wir doch bei einem knapp 1 Kilo pro Unterblattspritzbügel, was natürlich auf den ganzen Bauch jetzt da 42 Kilo gibt. Die ersten Reaktionen aus der Lohnunternehmerfront sind deutlich und bestätigen die positiven Resultate aus der Forschungsanstalt. Wir haben ganz früh die ersten Bohnen behandelt bei Kunden, die sehr Probleme hatten mit diesen Phyllis, mit diesen Botrytis, die da schlechte Bohnen hatten, faule Bohnen hatten. Bei diesen Kunden haben wir bereits eine Rückmeldung bekommen, sie gerne haben, sind die Bohnen einfach perfekt sauber gewesen, nicht faul. We'll